Oh ja, das stimmt. Und mit diesen Worten, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Das letzte Mal standen wir kurz vor dem Geistlichen. Da habe ich dann aber doch gesagt, okay gut, ich renne da ein bisschen durch. Aber hier geht es weiter, denn ohne den Geistlichen kommen wir hier gerade nicht weiter. Also, Eiterchen, rede mit uns. Hinfort, Teufelsbrut. Was? Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Das heißt, die Quest können wir nur nachts durchführen? Okay, interessant. Dann können wir aber gleich noch ein bisschen mehr davon erfahren. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Na, danke auch. Tiersiegel auf den markierten Platz, um den Spiegeldialog zu aktivieren. Siegeldialog zu aktivieren. Links während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Okay. Gut, empfangen. Also, jetzt sollen wir noch mehr machen. Oh Gott. Was für ein Wolkenbruch. Das stimmt. Abgeschossen, verdammt. Kein Regen. Okay, Stadtwache. Auch nichts Interessantes. Armer Junge, wie ist der nochmal? Mikul, Bürgerwehr? Du? Eventuell? Hoffentlich kommen keine grässlichen Bestien. Mikul, ach nee, es war ja der andere, ach Gott. Was für ein Wolfenbruch. Na gut, wir haben Bären. Das Geheimnis? Ach, Bären, ach so, die müssen wir eh finden. Ich muss die hier töten. Ghoul-Vertrag. Ich möchte aber jetzt mal hauptquestmäßig sucht. Okay, wir könnten eigentlich mal. Ich muss mal gerade ein bisschen durchgucken. Quest of Cardiff verfolgen, das ist doch schon mal etwas. Haren? Mikul?
Odo. Na super, also gehen wir hier hin, gehen wir hier hin und gehen wir hier hin. Ach man, muss das denn? Ja, genau. Na gut, bevor wir das nicht machen, kann man uns ja auch nicht weiterhelfen. Was für abscheuliches Wetter. Die stehen echt alle unten drunter. Es hat schon eine Weile nicht mehr stark geregnet. Ja, dann ist es aber auch Zeit geworden. Hier? Kann ich da... Ich kann Haus des Geistlichen rein. Okay, gut, der wird ausgeraubt. Natürlich. Wichtige Sachen werden akquiriert. Hier ist nochmal... Ah, jetzt... Nein, ich spiele unterbrechen. Ich wollte eigentlich... Wie kann man sich die Sachen nochmal anzeigen lassen? Das war spontan umdrehen. Das war das. Okay. Bernstein mitnehmen. Irgendwie. Komm schon, ich konnte doch. Ah! Alt war es. Bingo. Damit lasse ich die Sachen wesentlich schneller finden. Ich muss sagen, dem Geistigen geht es aber ganz schön gut. Nicht, was er alles hier hat. Treppe nach unten. Aha. Was hat er denn hier unten so alles? Natürlich, Feuersteine, belegte Brote. Nicht schlecht, ein paar Tränke. Altes Regal noch. Eine Prophezeiung. Oh, die lesen wir natürlich gleich mal durch. Ich sage euch, das Zeitalter von Schwert und Axt, der Zeit... Ach so. Talbuskus, ja. Dankeschön. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja, in dem sehe ich ja weniger von dem Zeug durch. Es ist zwar, interessant, aber wenn ich das jetzt auch noch machen würde, oh mein Gott. 5000 Jahre würden wahrscheinlich ins Land ziehen. Da zeige ich lieber ein bisschen mehr Gameplay. Rutschen ist doch wieder alle draußen. So, und mit dir habe ich noch Nüsse zu rufen. Hm? Ich möchte nämlich handeln. Und zwar muss ich ein paar Sachen loswerden. Yep, den möchte ich mich verkaufen. Gänsefett. Nieren, ich habe schon Nierenfett, also brauche ich kein Gänsefett mehr. Yep, verkaufen. Das geht nicht. Ja, dang it. Blaubeeren möchte ich noch behalten. Es gießt. Beziehungsweise ich könnte eigentlich mal... Wo war denn Bernstein? Nein, wo war's? Silberner Ring brauche ich auch gerade nicht. Davon habe ich zwei, Gut, dann... Essen wir einfach mal ein belegtes Brötchen und erhalten... Vitalität für 9 Minuten. Ja, okay. Besser als gar nichts. Und ich meine, irgendwann brauchen wir auch mal was zum Essen. Raufbeut, Schurke. Das sind alles nicht die Leute, die wir brauchen könnten. Es kommt! Mit 1, ah, okay. Ja, es vergehen immer ein paar Tage, bis ich das spiele. So, eventuell tue ich dann mal richtig lange Aufnahmesession machen. Oh. Wie das prasselt, fast wie Schläge. Das, da komme ich nicht hin. Muss ich hier rein? Haren? Haren, bist du hier drin? Hallo, Haren. Ah, hallo, Haren. Seid gegrüßt, edler Fremder. Ihr seid? Haren Brock, Kaufmann und Zwischenhändler, stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Ihr müsst einen Ring tragen. Achso. Wir reden später weiter. Moment. Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Dann haben wir hier den Ring. Und irgendwo haben wir doch noch... Den hier. Silberne mit Rubin. Ne, machen wir Gold mit Diamant. Venture, Venture. Ah! Wir sind Witcher. Wir haben sowas einfach. So, nochmal. Ich nehme... Natürlich.
So, hier. Knutsch den Ring. Geh in die Knie. Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? So, nicht mit hin. Braucht eine Hexe. Ich fand das jetzt am Würfel. Oh, stimmt. Oh, Würfel. Kann man die bei ihm abgeben? Ich fand diese seltsamen Würfel. Sehen nach Zwergenhandwerk aus. Doch nicht hier. Wollt ihr uns beiden Ärger einhandeln? Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Ihr habt so viel Schmuggelware. Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt. Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken nach Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Hab Dank. Zumindest dafür. Nicht schlecht, wenn wir zum Zwerg gehen. Aber... Ja. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Da, natürlich helfen wir. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf. Für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal. Wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Okay, wo kann ich die überhaupt? Stimmt, wo sind die überhaupt? Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Ja, gut, weiter. Merke, stimmt, vielleicht hatte ja was doch irgendwas Interessantes, das man verkaufen kann. Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht. Okay. Wenn er das sagt. Und wir haben. Hexerschwert. Die Axt hat 5 bis 15 Schaden. Und dann noch die Chance auf Bluten. Aber die brauchen wir eigentlich. Wir verwenden eigentlich immer schön unser Hexerschwert. Von dem her kann man eigentlich das mal. Ja, brauchen wir nicht. Kann er haben, meinetwegen. Eine Lichtquelle. Fackel. Ach nö, die behalte ich. Die Fackel hätte ich gern. Das ist doch was Schönes. Mahlstein. Schwarzpulver. Wodka. Ja, es ist so ein bisschen. Blauer Meteorit. Wir haben nicht genug Geld. Können wir irgendwie. Sie Schaden. Komm, 1-Stack können wir dafür kaufen. Die brauchen wir nicht so viele. 2-Stacks können wir verkaufen. Davon brauchen wir nicht so viele. Dann heißt, kann ich hier nicht verkaufen. Das ist so ein bisschen doof. Wir haben nur 200. Ja, vielleicht mit mehr irgendwas. Silbersperrtfach. Schwerwaffenfach. Also auf jeden Fall können wir bei ihm dann schwere Waffen verkaufen. Aber eins mache ich noch. Ich möchte mal so ein. Aha, gut, ja. Ja, doch. Wie lange hält denn das jetzt? Achso, ist das jetzt kontinuierlich? 14 Stunden. Ah, okay. Die Dinge sind endlich. Verdammt. Oh, der Event. Aha. Wieder die Anderlinge Anonymous. Da versammelten sich die Elfenmagier, die die Weißen genannt wurden, in den Krakern unter Burg Reinhold. Und deren Ältester sprach: Tag und Stunde sind gekommen.
Wir sind hier, um den Untergang der Menschen herbeizuführen. Wir wollen den Tod von Lara Doran rächen. Wir vergießen ihr Blut und stürzen die Welt ins Chaos. Wir verbergen uns 500 Jahre in den Wäldern, während die Auserwählten in den Städten der Menschen leben und ihre Nachbarn werden sollen. Jeder kennt seinen Platz in dem Plan. Ob Elf, Zwerg, Gnom, Zauberer, Nilfgaarder. Wer uns verrät, ist der Todes, ist des Todes. Wir wollen uns Überlegene nennen, da wir keinen Herrn über uns haben und die Götter anspucken. Und alle tranken und aus einem goldenen Kelch das Blut eines unschuldigen Kindes, um ihr Einverständnis mit dem Plan kundzut... Oh Gott. Okay. Nichts für mich, nichts für mich. Ist was zu trinken und raus hier. Stimmt, ist die Frage, wie spät haben wir es eigentlich gerade? 12 Uhr mittags. Da werde ich jetzt garantiert nicht schlafen gehen. Hatte? Okay, dann jemand anders. Muss ertrunkene töten. Ja, das ist schon mal etwas, aber. Odo und Mikul. Spielen. Wird die nicht mehr angezeigt irgendwie? Ist der hier drinnen? Na gut, dann. Harens Waren, Schrein, 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 Schrein. 3, 4, 5. Oh, sind es die Schreine etwa? Aha. Ja gut, dann. Ach, was soll's. Was soll's? Komm, wir meditieren hier ein bisschen rum. Feuerstelle. Wir meditieren einfach, bis es Mitternacht. Nicht ganz. Hier, bis zur Dämmerung, genau. Schlafen. Ach! Was trommelt? Wer trommelt? Ich habe niemanden abzutrommeln. Schurke. Kann ich irgendwie... Ah, komm hier weg. Ich glaube, ich muss noch einmal. Ja, 39 ist noch zu früh. Da wird bestimmt noch keiner rausgehen. Ja, dann kommen noch mal zwei. Wir haben ja Feuersteine, also von dem her. Können wir da ruhig noch meinen ausgeben. Drei Stunden. Das ist mir auf jeden Fall soweit. Danach machen wir eine große Runde und die Schreine anzünden. Aber spätestens da soll dann alles okay sein. Ah. Ich sehe da etwas. Hallo, Ertrunkener. Komm schon. Ah, warte mal, ich brauche ein Steinkampfstil auf jeden Fall. Ich brauche einen Gruppenkampfstil, so wie es ausschaut. Und einmal links rum und nochmal. Und einmal nach rechts rum. Komm schon. Ja, dummer Ertrunkene. Hier zum Schnellen wechseln. Ja, ist doch besser. Komm schon. Oh. Ah, aber da waren noch welche. Oh. Das war's schon. Gehirne. Ah, okay. Das war natürlich die Hauptaufgabe. Wir wollten Gehirne finden. Leichiges Gift. Interessant, interessant. Haltbare Gegenstände. Ich weiß jetzt nicht. Ob ich die jetzt durch 1 zu 1. Oh. Die sind nachgewachsen. Oh Gott, oh Gott. Dann werden wir verdammt viel von dem Zeug mitnehmen. Hallo?
Ach so? Aha. Will man sich hier anstechen oder was? Ja, komm her. Links, rechts, ins Gesicht. Wow, wow. Der... Tja, wollte ich gerade sagen. Die haben mir entkommen. So weit kommt's noch. Überreste? Und mehr Gehirne. Ach, sobald ich im Kampfmodus drin bin, kann ich sowas nicht mehr einsammeln. Das ist natürlich... Ein paar Gegenstände verfügbar. Aha, die Gehirne sind also haltbar. Das ist gut zu wissen. Oh, Vorwärtsrolle! Wenn nichts, aber nichts da unten. Und komm nochmal, jetzt. Also ich bitte dich. Seitwärtsrolle. Ninja Tricks! Weg! Ninja Tricks! Gefährliche Ninja Tricks! Und wir. Kehrtmel Hafkaren. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune, esse fad gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Einseide, aber auch kein Deune-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Einseide. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort. Denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Das ist die Frage, wollen wir denen helfen oder nicht? Aber wenn das wirklich Medizin ist... Ach komm, sollen sie es mitnehmen? Gut, nehmt die Waren. Wir sind keine Verbrecher. Wir bezahlen. Wir haben Gold, Pelze, Kräuter. Gebt mir nur das Gold. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Hier. Wir nehmen jetzt, was wir sofort brauchen und holen den Rest später. Die Ertrunkenen sollen euch nicht mehr behelligen. War feil, Fatgern. Lebt wohl. Ich hoffe, der hat mich jetzt gerade nicht beleidigt.